Hi zusammen. Ich habe ein Neuankömmling im Lemminge-Video. Und zwar hat sich da in letzter Zeit ganz schön was umgehäuft. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich gucke jetzt nicht böse in Richtung meines Freundes. Aber es gab ja nun auch Sortimentsumstellungen und mein Lieblings-Irrplatz schließt demnächst und hat irgendwie 30% auf alles gemacht. Da muss ich natürlich auch mal vorbeigucken, obwohl da gar nicht so viel bei rumgekommen ist. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit DM an. Und da habe ich tatsächlich auch noch ein paar von den Sortimentsumstellungssachen von Catrice bekommen. Fangen wir an damit. Ich habe zwar relativ lange Wimpern, aber sie sind nicht besonders dicht. Und da habe ich gedacht, vielleicht hilft das ja. Und wenn es nicht hilft, habe ich 1,75 ausgegeben. Ja. Soll in 30 Tagen 25% längere Wimpern geben. Also ein Viertel längere Wimpern brauche ich nicht, aber ein paar mehr. Vielleicht klappt das ja. Mal gucken. Spielkram. Dann habe ich noch, was haben wir denn hier noch? Den Shy Flamingo. So sieht der Bursche aus. Ganz toller, cremiger, netter Junge. Wunderschön, das ist halt ein Ultimate Shine. Das heißt, er hält nicht ganz so lange, hat nicht ganz so intensive Farbabgabe, aber fühlt sich ganz toll pflegend an und zieht richtig schön in die Lippen ein und so. Hübscher, hübscher Junge. Dann geht ja die komplette Color Show Lipgloss Reihe bei Catrice raus, was ich glaube in diesem Leben nicht mehr verstehen werde, denn das sind die einzigen günstigen, hervorragenden, wirklich farbschwangeren Lipglosse, die es, finde ich, im Moment in der Drogerie gibt. Wie es in der Parfümerie aussieht, weiß ich nicht so genau, da bin ich nicht so oft unterwegs. Auf jeden Fall nehmen sie alle raus. Und einer, den ich auf jeden Fall noch haben wollte, war die 140 Peach Boy. Kann man es sehen? Ja. So sieht der aus. Ich zeige ihn euch nochmal kurz auf der Hand. Also wie man diese Color Show rausnehmen kann, ich verstehe es nicht. Das ist der Peach Boy. Super schöner Ton. Guter Halt für ein Lipgloss, tolle Pigmentierung. Catrice, ihr spinnt. Sorry, aber was die Color Show Dinger angeht, ihr spinnt. Vor allem dann die Lip Appeal heißen die, glaube ich, ne? Diese anderen, diese Langweiler drin zu lassen. Na gut. Dann ein weiterer Kandidat, der der Sortimentsumstellung zum Opfer fällt, ist die 030. Oh my God, I want that. Mit diesen Farben hier. Und das Schwarz ist toll und cremig und super pigmentiert. Der kleine hier kann nicht allzu viel, das ist halt eine Highlighterfarbe, so ist der aber, glaube ich, auch gedacht. Und die beiden hier, die haben es mir angetan. Und zwar ganz besonders der hier. Und zwar ist das ein Grün-Rauch-Silber irgendwie. Ich switch euch den mal. Also sowas Hübsches. Sowas absolut Hübsches. Und wenn der einmal sitzt, dann sitzt der auch. Und dann sitzt der auch mit Base, also ich habe ja die von Revalde Young, auch mal locker 10 Stunden. Und selbst dann sieht man nicht mal, dass er getragen wurde. Also die Qualität von diesem Quattro ist super. Den Kupfernen habe ich jetzt noch nicht so lange einem Tragetest unterzogen. Aber wie gesagt, also allein wegen dieser Farbe hier lohnt sich das schon, sich den für 1,75 auf jeden Fall zu holen. So, das war es erstmal mit LE oder beziehungsweise, das waren ja gar keine LE-Produkte. Das waren die Rauswerf-Jungs. Damit war es das jetzt erstmal. Dann die Alverde LE und zwar die
Wie heißt denn diese LE? Ja, toll. Also ich habe die 20 Folkloric Greens. Ethno Reloaded heißt die, glaube ich. Ja, so in dem Dreh. Diese vier schönen Töne. Den hier habe ich zusammen mit... Sekunde. Mit dem hier getragen. Also den hier in der Lidfalte. Saß auch super. Hat sich auch überhaupt nicht bewegt. Die anderen konnte ich jetzt noch nicht Probe tragen, aber das sind auch so Farben, die... Ja, die kommen zum Einsatz ohne Ende. Also die werde ich, glaube ich, auch ziemlich krass aufbrauchen, denn ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Den braunen habe ich jetzt benutzt. Die nutzen sich richtig schnell ab. Also ich fürchte, die sind schnell weg. Wenn man sie liebt und trägt, dann sind die schnell weg. Dann sprang mein Freund auf diese Farbe an. Ich habe den jetzt auch hier auf dem Nagel, der ist schon ein bisschen abgeknibbelt, aber... Und zwar ist das die 138 LOL, so heißt diese Farbe. Sieht im Laden nett knallegrün aus. Wenn man ihn allerdings draußen trägt, muss man an seine letzte Erkältung denken. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber schöner Lack. Also ich weiß nicht, sie sollen ja angeblich die Konsistenzen davon verändert haben. Rezepturen. Ich finde, es ist ein schöner Lack. Deckt auch fast in einer Schicht. Und das bei der Farbe. Finde ich echt gut. Dann lag da so ein kleiner Aufsteller rum. Die Firma steht überhaupt nicht drauf. Die Lidschatten heißen Nummer 1 und Nummer 2. Und zwar die beiden hier. Also das Design spricht mich jetzt überhaupt nicht an. Also mit der Peace-Phase bin ich, seit ich 14,5 bin, oder sagen wir mal 15, bin durch. Aber diese Lidschattenfarben, die können echt was. Also, das ist jetzt der hier. Das ist die Nummer 2. Richtig Bam. Also Wahnsinns-Bam. Sie haben ein ganz bisschen Fallout, also sie krümeln ein bisschen. Aber, und so sieht der Finger aus, nachdem ich das da gemacht habe. Das ist Wahnsinn. Und der hier, den trage ich gerade heute auf dem Auge. Mit dem Precious Nectar Stift aus der Colibri LE als Base. Und der hat sich auch noch gar nicht bewegt. Super schöner Lidschatten. Der hier ist das. So sieht der getragen aus. Ich swatche ihn euch trotzdem nochmal. Wie gesagt, die sind ganz minimal sind die bröselig. Aber die Farbabgabe ist ein absoluter Kracher. Das ist jetzt die Nummer 1. Sonst habe ich von dem Ständer überhaupt nichts mitgenommen. Aber die beiden hier. Echt schön. So, ich bin eingesaut. Und wenn das so ist, wenn man bei DM ist, dann ja, kann man ja an Sonderangeboten etc. etc. nicht wirklich vorbeigehen. Dann stand da dieser tolle Aufsteller. Mit Balea um die Welt heißt das Ganze. Es gab sie doch. Ich weiß, ich habe diesen riesigen Topf Kokoscreme. Es ist auch noch nicht geöffnet. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Nein, habe ich nicht. Und Arganöl und Shea-Butter. Und wenn die genauso gut ist wie die Kokoscreme, hat sich das allemal gelohnt. Ja, die musste mit. Dann, was ich auch super lecker vom Geruch her fand, war die Asiendusche aus dieser Geschichte. Bambus- und Lotusextrakt. Und es riecht blumig. Stark. Blumig und auch ein bisschen seifig. Also schon frisch. Und es steht auch gar nicht drauf, wonach das riechen soll. Nach paradiesischem Sommer. Ja, riecht nach sauber Sommerblüte. Ja. Nee, das muss da auch mit. Dann gab es umsonst in so einer Coupon-Aktion, konnte man sich aus dem Regal nehmen und mit Coupon an der Kasse abgeben. Den hier. Und ich habe da vorher nie dran gerochen, Limette und Aloe Vera. Das ist jetzt irgendwie, klingt so ein bisschen langweilig, ne? Und das riecht so lecker, frisch, zitronig, limettig. Also auch so richtig nach sauber und frisch. Und das ist so ein richtiges Sommerduschgel. Oder wenn man vom Sport kommt, oder vom Sport, ich, ja.
Ja, gab's umsonst. Fand ich gut. Schöner Einkauf. Rausgeschmissen haben sie bei uns die Balea After Sun Haarpflegesachen. Und für 95 Cent habe ich die Spülung dann einfach mal mitgenommen. Für sonnenstrapaziertes Haar, also denke ich auch einfach mal strapaziertes, ist damit bei. Ohne Silikone, lalalala, das Übliche, was halt in diesen Balea-Spülungen einfach drin ist. Und ich habe eine von Balea, mit der ich sehr zufrieden bin. Habe ich eine Balea-Spülung in Reserve. Ist doch schön. Und ich werde ja aus Wacken fahren. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schön zerstört am Sonntag nach Hause komme, haue ich mir schön diese Kur hier rein. Die haben sie auch irgendwie für, ich weiß nicht, 50 Cent oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Kommt dann schön ins Haar. Und dann wird es entspannt. Dann ist meine Augencreme alle gegangen. Sehr traurig. Es musste eine neue her. Und da kam erstmal die hier. Kostet 5 Euro. 4,95. Ich meine, das war so. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, denn ich habe noch eine andere. Doch noch. Aber die hat leider wie die Tagespflege, also die Tagespflege hat Lichtschutzfaktor 15, die hier hat leider keinen Lichtschutzfaktor, obwohl das ja ums Auge eigentlich besonders wichtig wäre, hat sie leider nicht. Aber da ich die Tagespflege hervorragend fand und das Serum von dieser Serie ebenfalls hervorragend finde und die Serie riecht gut, da gibt es auch noch eine Bodylotion von für 2,95, glaube ich, straffend, bla, super Haut. Die roch auch toll. Und ich glaube, wenn die nächste Bodylotion leer ist, dann gibt es die vielleicht auch noch für die Oberschenkel. Da muss nämlich was anderes drauf, als auf Knie und Schultern und so. Ist logisch, oder? Ja, ist logisch. Finde ich schon. Dann habe ich noch fürs... Ach nee, das war ja falscher Stapel. Ich habe mir hier Stapel gemacht, wegen der verschiedenen Läden. Dann gehen wir mal über zu einem Lush-Produkt. So, Emotional Brilliance und so ist rausgekommen, die Dekorativa von Lush. Ein Artikel dieser Dekorativa-Reihe kostet zwischen 14,95 und 17,95, in dem Bereich bewegen die sich. Und ich habe an diesem Rädchen gedreht und habe lustige Sachen rausgefunden. Das Mädel, was das mit mir zusammen gemacht hat, ich glaube nicht, dass sie meine Videos guckt, aber hallo! Die hat mich ganz toll und ausgiebig, hat die da mit uns rumgetüdelt und uns ganz toll... Also es hat richtig Spaß gemacht, mit ihr darüber zu sprechen. Die hat ihren Job verdammt gut gemacht. Wir waren die ersten Kunden, mit denen sie dieses Emotional Brilliance-Spielchen Dreh am Rad da gemacht hat. Hat sie echt gut gemacht. Und ich habe mir dann zum Schluss Ehrgeiz ausgesucht. Das ist ein Lippenrot. Das trage ich jetzt auch. Und bevor ich jetzt großartig anfange über... Also bevor ich jetzt großartig versuche zu beschreiben, wie sich das Zeug auf den Lippen anfühlt und wie sich das verhält, ganz ehrlich, geht zu Lush und probiert das aus. Das ist wirklich, also sowas hatte ich noch nie auf den Lippen, wirklich noch nie. Ich habe nichts, was ich damit vergleichen kann. Allenfalls könnte man sagen, wenn ihr ein pflegendes Öl euch mit einem Pinsel auf die Lippen macht und das dann so langsam einzieht, so fühlt sich diese Lippenfarbe an. Das kommt mit so einem Applikator, den ich schon kaputt gemacht habe. So. Mit so einem. Kennt man ja. Und mein Handy klingelt. Ich breche mal kurz ab. Das war mein Papa. Und mein Golf hat wieder TÜV. Ich kriege mein Auto wieder. Ich fasse es nicht. Es ist ein Golf 2. Er hat 290.000 Kilometer runter. Ein Diesel. Und der begleitet mich, seit ich 18 bin und seit ich Führerschein habe. Und ich habe gerade die Info gekriegt, dass wir ihn über den TÜV gekriegt haben. Und es ist... Ja, ich freue mich. Mein Auto. So, wo war ich denn eben stehen geblieben? Lush-Lippenfarbe, soweit ich weiß. Auch was die Creme-Lidschatten sind auch in dieser Form. Das soll man auch als Rouge benutzen können. Ich würde es persönlich nicht machen, weil das krass... Super krasse Farbabgabe und ich weiß gar nicht, ob man damit so gut umgehen kann. Also ich könnte es nicht. Guckt sie euch an. Es ist wirklich, es lohnt sich wirklich, es lohnt sich wirklich. Man tut was Gutes, weil gegen Tierversuche, etc. Das übliche Lush-Zeug,
die sind echt schön. Die sind echt schön. Und also bei mir auf den Lippen verhält er sich so, dass der sich gleichmäßig abträgt. Also wenn die Farbe verschwindet, und das dauert wirklich, dann tut sie das gleichmäßig. Also ihr habt nicht irgendwie innen das abgefressen und außen so ein Lip Liner oder so, wie das ja gerne mal ist. Nein, es trägt sich gleichmäßig ab. Wenn ihr, also, und das Zeug ist sowas von ergiebig. Ich gehe da mit dem Lippenpinsel, gehe ich hier an den Hals von diesem Ding, tippe da zweimal rein und kann mir damit die komplette Unterlippe ausmalen. Dann tippe ich da nochmal zweimal ran und kann mir die komplette Oberlippe ausmalen. Mit dem, was an diesem Teilchen hier unten am Hals klebt. Also, damit komme ich längs. Definitiv. Achso, und ich habe noch eine Probe da bekommen, aber vom Shampoo Big Hair. Das finde ich gut. Schönes Shampoo. Ja, so. Dann machen wir mal weiter mit... Achso, ja. Kurzer Abstecher in den Asialaden. Wie ihr seht, sind meine Haare ein bisschen dunkler. Ich habe mir Henna gekauft. Und das ist auch meine Henna-Farbe. Wenn ich meine Haare mal färbe, nehme ich Henna. Kostet 1,70. Ist ein Pulver zum Anrühren. Schöne Matschepampe, kann man richtig schön Dreck mitmachen. Und Fliesen einsauen und so. Ja, also ich komme damit normalerweise super zurecht. Aber diesmal habe ich den Fehler gemacht. Ich habe das dann drauf gematscht und Alufolie drumherum. Beziehungsweise normalerweise nehme ich Frischhaltefolie, damit das halt nicht so rumkrümelt. Und dann saß ich im Chat. Bla 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 bla, Wackenvorbereitung, bla bla bla. Und hab dann irgendwann gedacht, oh, jetzt musst du mal ausspülen. Ja, also ihr seht, ich bin reichlich dunkel geworden. Es sieht ja hübsch aus, aber es ist, ich wollte es nicht so dunkel haben. Ich wollte es wirklich nur ein ganz bisschen dunkler als meine Haarfarbe. Naja, hat nicht so ganz geklappt, wäscht sich ja wieder raus zum Glück. Also Henna wäscht sich bei mir wirklich raus. Ja. Ja, war nicht so schlau. Das war der Abstecher in den Asialaden. Rossmann. Rossmann hat was von Sios Men rausgeworfen, und zwar ein Kopfhauttonikum. Ich habe ja gerade meins leer gemacht. Ihr habt ja mein Geheule im letzten Video, im Leergut-Video gesehen. Und jetzt habe ich das hier für 2,90 statt für 5,99 geschossen. Das riecht sehr gut, das riecht nach diesem typischen Sios-Geruch. Und ich vertrage das auch gut und es riecht auch nicht fies nach Herrensalon oder so. Ja. Nett. Nett, nett, nett. Keine Revolution, aber nett. Dann habe ich bei Rossmann für 1 Euro die Dinger hier gesehen. Der ist jetzt okay. Aber der hier, den finde ich gut. Ich trage ja öfter mal so einen kleinen Zopf. Und zu der Haarfarbe macht Grün einfach mal Rums. Dann habe ich da, als sie da die Essence-Lacke rausgeworfen haben, habe ich mir den 79 Viva La Green, wie ich finde, einer von der Qualität her besten Lacke, die Essence gemacht hat, von denen im Standardsortiment. Der deckt in nahezu einer Schicht, ist eine richtig schöne Sommerfarbe. Ja, also wenn ihr den noch erwischen könnt, und ihr euch die Farbe natürlich zusagt, vom Lack her, von der Deckkraft her, Haltbarkeit und so weiter, ist die 79 Viva La Green ein Musterbeispiel. Ja. Dann dachte ich ja, ich brauche eine Augencreme. Und habe mir von Alterra die hier besorgt. Ich habe die jetzt ein paar Mal benutzt und kann nichts Negatives sagen. Ich vertrage sie gut. Ich kriege ja ganz schnell Jucki an den Augen, wenn ich was nicht vertrage. Bis jetzt prima. Und dann aus einem Anlass, den ich gleich noch erklären werde, Pads zur Entfernung von wasserfestem Augen-Make-up. Für 99 Cent. Werde ich mit aufs Wacken schleppen. Denn auf dem Wacken werde ich wasserfeste Mascara tragen. Kann man sich, glaube ich, denken. Also zumindest... Ja, also im Moment ist das Wetter ja super, aber man weiß ja nie in Schleswig-Holstein, ne?
Ja, so, das war Rossmann. Hm. Kommen wir zu ihr Platz. Mein ihr Platz macht zu. Und das ist nicht schön. Sie haben auf alles 30% gegeben und deswegen war ich heute nochmal da und habe etwas gekauft, was vorher auf 40% reduziert war. Und wegen dieser komplett 30% Aktion haben sie es auf 30%, also völliger Schwachsinn. Ich habe 10% mehr bezahlt, als ich es vor 2 Wochen hätte tun müssen. Total dumm. Eine Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30. Mein, ja, Traum von mir, ganz klar. 30er ist für mich im Sommer Pflicht. Also 30 ist Minimum. Und das Zeug, ich habe es auf dem Handrücken ausprobiert, es zieht ein, es riecht so gut wie nach nichts, was ja besser ist, als wenn es irgendwie komisch nach Oma riecht oder so. Ist Anti-Aging-Gedöns drin. Ich glaube, also ich befürchte, dass ich mich sehr verlieben werde. Und normalerweise, und jetzt schlagt mich bitte nicht, kostet das Zeug 30 Euro. 30 Euro. Mit 30% Reduktion hat es dann irgendwas bei 20 gekostet. Aber, ouch. Das war echt ouch. Also mein Konto tut mir immer noch weh. Aber Lichtschutzfaktor 30 und diese Konsistenz. Oh, geht dir die Buchse auf. Echt super schön. Dann lag da noch ganz einsam aus der Revoltaire LE ein Catrice Lippenpinsel für unterwegs. Hat mich vorher überhaupt nicht interessiert, aber da ich jetzt den hier habe, Lösung gefunden. Denn mit dem Applikator komme ich, also kann ich nicht so genau arbeiten und das muss man bei der Farbintensität. Finde ich schon, deswegen den kleinen. So, dann habe ich mir da noch einen Lack gekauft. Also vor dieser 30% Aktion, aber der war halt auch schon runtergesetzt, weil er aus der Cruise Couture war. Ich glaube 2 Euro habe ich bezahlt oder so. Und zwar ist das die 1002 Jet Setter. Das Witzige ist, hier in der Flasche, und ich habe es gerochen, aber hier in der Flasche sieht er ja schon eher kühl pink aus. Wenn man die kleine Drecksau aber auf die Nägel packt, und ich habe ihn gerade auf den Fußnägeln, ich halte auf meine Füße aber nicht in die Kamera, dann wird er mal zittig. Und zwar reichlich. Ja, ja, ja. Und ich habe es gerochen. Ich habe ihn angeguckt und ich wusste, er ist einer von uns. Ich wusste es. Ja. Sollte ich jetzt schon durch sein? Nein, noch lange nicht. Dann durfte ich auch in den Douglas. Durfte ich, sage ich, weil das für den männlichen Besuch oder die männliche Begleitung ja nicht immer spannend ist. Wir waren im Douglas. Und da schmeißen sie gerade bei uns für 95 Cent diese Lipsmacker raus. Und wer mich kennt, ich liebe Fanta. Ich trinke das. Also wenn ich irgendwo bin, in der Kneipe oder auf einer Party oder so. Fanta. Ich trinke immer Fanta. Ich liebe Fanta. Ja, ja, ja. Sommers wie Winters ist völlig egal. Naja, auf jeden Fall. Der durfte dann mit für 95 Cent. Dann haben sie da Augencreme rausgeschmissen. Die Linie heißt Care Love. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die kommt aus Tschechien. Nee, Made in Germany steht drauf, aber es steht ganz viel Tschechisches drauf. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Also, so sieht sie aus. Und 2,95 hat sie runtergesetzt gekostet. Ich weiß nicht, was sie ursprünglich gekostet hat. Aber 2,95 fand ich eine Ansage. Und ich war irgendwie im Augencreme-Kaufwahn. Also, jetzt habe ich ja die hier. Und die andere in Reserve. Na, jetzt habe ich 2 Reserven. Ja. Muss ich lange keine. Entschuldigung, ich habe gerade gegessen. Keine Augencreme mehr kaufen gehen. Ja, so. Thema Wacken. Und Thema Wasserfest. Hatten sie gerade die Aktion, um zu zelebrieren, dass Stiftung Warentest im Februar ein Gut im Sinne von 1,8 und 1,9 verteilt hat. Und zwar an die Art Deco. Na komm, krieg sie, ja. Perfect Volume Mascara in Waterproof. So sieht das Bürstchen aus. Ich denke mal, damit werde ich klarkommen. Es könnte ein bisschen flauschiger sein, aber man ist ja selbsternannter Profi. Und die werde ich morgen insofern testen oder nachher vielleicht sogar noch, wenn ich nochmal duschen gehe heute bei dem Wetter.
die werde ich mir vorm Duschen drauf machen und dann mal gucken, was nach der Dusche noch davon übrig ist. Man muss das ja testen, ne? Ich meine, nachher packe ich die ein, fahre aufs Wacken und sehe aus wie Arsch. Ist jetzt auf dem Wacken nicht so schlimm, aber... ne? Man gibt ja nicht 7,95 aus, um dann doof auszusehen, ne? Ja, genau. Deswegen, die beiden kommen mit. So, wir haben es geschafft, glaube ich. Achso, für eine Freundin habe ich noch das hier besorgt. Hallo Isa. Den Klassiker schlechthin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für 3,95 200 Milliliter Produkt sucht auch seinesgleichen. Und da ich Oil of Ullos hier sowieso sehr gerne mag, muss ich sagen. Schönes Ding. Echt. Gut ausgesucht. Gut ausgesucht, Isa. Ja. Blasenpflaster gab es noch. Zina Stiefel, Frau Ballerinas an, sie kriegt eine Blase. Ist klar, ne? Ja. Ich glaube, ich habe alles. Ich glaube, ihr seid erlöst. Wer es bis hierhin geschafft hat, vielen Dank. Das waren die Neuankömmlinge. Es wird sowas Ähnliches nochmal geben. Und zwar habe ich ja in ein paar Tagen Geburtstag. Ich bin jetzt so faul zu rechnen. Und da fürchte ich, gibt es dann nochmal so ein Ding. Wenn ihr da Bock drauf habt. Also ich habe da Bock drauf, deswegen ich mach's auf jeden Fall. Mal gucken, ob ihr es anklickt. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr findet noch aus der Catrice Sortimentsumstellung das, was ihr haben wollt. Ich drücke euch die Daumen, ich wünsche es euch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!